Bevor morgens um 10 der Greifvogelpark in Wunsiedel öffnet, hat Falkner Eckhard Mickel schon eine große Frühstücksrunde durch die Gehege gedreht, damit seine vielen Greifvögel auch fit sind für eines der Highlights im Park, nämlich die Flugshows. Und mit dabei seine Falken, die, Zitat, weder Tod noch Teufel fürchten, und ein majestätischer kanadischer Weißkopfseeadler. Und auch sonst hört alles auf sein Kommando. Auf sein Wort hören riesige Geier und jagdhungrige Falken. Scheue Waldbewohner und erhabene Vögel. Große und kleine Vierbeiner. Morgens um 7:30 beginnt Falkner Eckhard Mickisch im Greifvogelpark in Wunsiedel seine Frühstücksrunde. Mit dabei ein kleines Findlingsbaby aus dem Wald. Das ist noch ein bisschen wackelig auf den Beinen. Das ist der Karl Gustav. Karl Gustav ist ein junger Fuchs. Der ist 3 Wochen alt, der braucht immer vor dem Frühstück immer ein bisschen Bewegung vorher. Auf seine Milchflasche muss er aber noch warten. Erstmal sind die Falkenküken dran. Sie haben seit Mitternacht nichts mehr gefressen und können es kaum erwarten. Von ihren Vogeleltern hat der Falkner sie vorsichtshalber getrennt. Wenn ein junges Pärchen das erste Mal Junge kriegt, dann brüten sie es zwar zuverlässig aus, fühlen sich aber dann überfordert und aus dem Grund fressen sie es dann oft aus. Auf dem Speiseplan steht heute ein Gemisch aus Stubenkükenfleisch, Knochenmehl und Vitaminen. Nach dem Frühstück kommen die Küken wieder unter die Wärmelampe. Bei molligen 38 Grad gibt es erstmal ein Verdauungsschläfchen. Und dann ist endlich auch Karl Gustav an der Reihe. Nicht schlafen, weiter tutzeln. Als nächstes steht Brunhilde auf der Liste. Das Geierweibchen spuckt seit 3 Tagen alles aus, was sie zu sich nimmt. Bis die Laboranalyse des Tierarztes eine Diagnose liefert, müssen Mickisch und sein Team dafür sorgen, dass Brunhilde genug Flüssigkeit bei sich behält. Das Gefährliche ist nicht die Unterernährung, sondern die Vertrocknung, die Dehydrierung. Und deswegen kriegt sie jetzt eine Ringerlösung direkt in den Kropf gespritzt. So ist gewährleistet, dass sie genügend Flüssigkeit hat. Das Gemisch aus Wasser und Elektrolyten sorgt dafür, dass Brunhilde nicht austrocknet und schlapp wird. Bevor der Greifvogelpark um 10 Uhr öffnet, macht Mickisch noch einen kurzen Kontrollgang mit seinem Team. Über 60 Vögel haben hier auf dem Katharinenberg ihr Zuhause gefunden. Und Mickisch will, dass sich jeder Einzelne wohlfühlt. Dann wird es ernst. Die erste Flugshow des Tages steht auf dem Programm. Mickisch und sein Team bereiten die Vögel vor, die gleich im freien Flug über die Zuschauer rauschen werden. Jeder einzelne Einsatz muss sitzen. Noch schnell eine Stärkung, dann geht es los. Eckhard Mickisch hat die Falknerei von seinem Vater gelernt. Schon als kleiner Junge durfte er einen eigenen Vogel zur Beizjagd ausbilden. Mit dem eigenen Greifvogelpark hat er sich einen Kindheitstraum erfüllt. Der gewandte Falke, er hat weder Angst vor Tod noch Teufel, der greift alles an. So, jetzt aufgepasst, runter schauen zur Fichte, da ist er, du wieder Turbofuchs. Die Sina hat ihn gesehen und ohne zu zögern, schnappt sie sich den Fuchs. Und seine Tiere vertrauen ihm. Das spüren auch die Zuschauer, die bei ihm auf Tuchfühlung mit den Greifvögeln gelangen. Falkenerei, ich sag, es ist eine Berufung. Also wenn man das als Arbeit sieht, Dann kann man das nicht richtig machen, weil das ist so zeitaufwendig. Es sind Lebewesen und noch dazu dann so viele. Und wenn man die optimal trainieren und fliegen will, muss man sich mit ihnen sehr, sehr viel abgeben. Mehrmals täglich fährt Mickisch in den 20 Kilometer entfernten Wildpark. Hier ist er für Luchse, Rehe und Co. verantwortlich. Seit einem Jahr sein zweiter Job neben seiner Arbeit als Falkner. Am Eingang begrüßt ihn schon die junge Wildsau Dorothea. Noch so ein Findling, den Mickisch und seine Kollegen aufziehen. Mit der Zeit hat er es geschafft, dass die Tiere sich an ihn gewöhnt haben. Dass man mit Hirsche, mit Luchse, mit Katzen, mit Schweine kommuniziert und mit ihnen arbeitet, es gibt Schönes. Und ich mache nichts anderes. Ich schaue kein Fernsehen, ich höre kein Radio. Im Wildschweingehege wird Mickisch schon sehnsüchtig erwartet. Die fliegenden Semmeln sind für die Sauen eine willkommene Abwechslung. Der angenehme Nebeneffekt, die Tiere treiben auch noch eine Runde Sport. Auch die Luchse sollen sich heute mal ein bisschen bewegen.
An einer Art Seilbahn transportiert Mikisch ein Stück rohes Fleisch in das Gehege. Unser Charles schafft 3 Meter. Das sind also jetzt 3 Meter. Ich lese keine Bücher, wie ich das machen muss, sondern ich beobachte die Tierwelt. Und das, was ich dort sehe und erlebe, das setze ich dann um. Zurück in der Falknerei. Hier warten die Zuschauer schon auf die Flugshow am Nachmittag. Eine Pause gibt es für Mikisch heute nicht. Bei seiner Arbeit wechselt er ständig zwischen den Wildtieren des Parks und seinen Greifvögeln hin und her. Also ein Leben ohne meine Vögel und ohne meine Tiere im Wildpark drum, kann ich mir eigentlich nicht mehr vorstellen. Sie sind ein Lebensinhalt und für mich mit das Wichtigste. Höhepunkt des Tages ist für Mikisch immer wieder der Flug des kanadischen Weißkopfseeadlers. In Momenten wie diesen ist er stolz darauf, Falkner zu sein.